Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen DM-Haul für euch. Ja, ich kann es selbst gar nicht glauben. Ich habe mal nachgeschaut, mein letzter DM-Haul ist 8 Monate her, also ein Video, das ich für euch hochgeladen habe. Ich war natürlich zwischenzeitlich immer wieder mal in der Drogerie, das ist ja total klar, und habe eingekauft, aber ich benutze die Sachen dann immer gleich und schaffe es einfach zeitlich nicht, dann sofort ein Video abzudrehen. Aber ich gelobe Besserung, ich verspreche es euch. Aber heute habe ich mir alles schön zurechtgelegt und möchte es euch zeigen. Ich habe es in verschiedene Kategorien unterteilt und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, was es denn so geworden ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's! So, und zwar fangen wir mal mit den Haaren an. In meinem letzten Haarpflegeroutine-Video habt ihr mich gefragt, welche Haarbürste ich denn verwende. Also es ist so, mit Haarbürsten komme ich nicht wirklich gut zurecht. Das ist ein bisschen schwierig und deshalb verwende ich immer einen Kamm für meine Haare. Ich habe den eben beim DM gekauft und zwar gleich 2 Stück. Es ist nämlich so, dass ich für unterwegs einen gern mitnehme und den anderen eben zu Hause lasse, weil ich die irgendwie von zu Hause nicht mitschleppen möchte. Und der hier kostet 3,95 Euro, bin ich super mit zufrieden. Dann habe ich mir, oh mein Gott, ja, das müssen wir uns in den Kalender rot markieren, meine Haare selbst getönt. Ja, ich habe dazu meine Freundin Mayra gefragt, sie ist ja Friseurin, auch hier auf YouTube vertreten, ihr kennt sie mit Sicherheit alle und ihr vertraue ich. Es war nämlich so, dass ich einen Termin hatte, also ich war auf Geburtstag eingeladen und ich hatte schon ein paar graue Härchen und hatte aber keine Zeit zum Friseur zu gehen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich über 3,5 Stunden beim Friseur sitze und die Zeit habe ich einfach nicht gehabt. Und deshalb bin ich zum DM gerannt und habe mir Farbe gekauft für die Haare, also Tönung. Und zwar ist es eine Grauhaarabdeckung und ich kann euch sagen, bombastisch. Also ich bin total zufrieden. Ich sehe zwar danach aus wie so ein... ja, wie so ein Horst, sagen wir es mal so. Und ich könnte dazu auch kein Video abdrehen. Ich musste so schmunzeln, weil Steffi erzählt hat, sie hat euch ein Video dazu abgedreht, wie sie sich eben die Haare macht. Und das würde bei mir gar nicht gehen, weil ich das erstens mal überhaupt nicht kann. Mir fast meine Arme abbrechen, weil ich ja so ultra viele Haare habe. Das wisst ihr ja, ihr kennt ja meine Haare schon, ne? Und oh mein Gott, ich habe ausgesehen, ich habe mir so schwer getan, das alles abzuteilen und oh, hast du nicht gesehen. Also es war ein einziges Drama, aber ich war mit dem Ergebnis total zufrieden. 4,95 Euro kostet diese Packung und ich danke natürlich der lieben Mayra, dass sie mir das empfohlen hat. Warum ist sie nicht hergekommen? Hat sie mir gemacht? Mist. Nein, sie wohnt leider etwas weit von mir entfernt, aber wie gesagt, ganz, ganz tolles Produkt. Dann machen wir weiter mit dem Gesicht. Und zwar wisst ihr ja, dass ich meine Aquatuchmaske liebe und jedes Mal, wenn ich in den DM gehe, mir 3 oder 4 Packungen mitnehme. Also es ist echt unglaublich. Ich liebe die einfach für 95 Cent. Ich bin da süchtig danach, ne? Also erstens mal dieser Geruch und der Effekt natürlich, das Ergebnis, also mega. Falls ihr die noch nicht kennt, wirklich schaut sie euch bitte an. Dann machen wir mit den Lippen weiter. Da habe ich mir wieder meine Kaufmanns Haut- und Kindercreme mitgenommen. Und zwar verwende ich die morgens für meine Lippen, beziehungsweise abends auch teilweise für unter die Augen. Und ja, pflegt einfach meine Haut und habe ich euch aber auch schon öfters gezeigt. Ich meine, die kostet 95 Cent. Dann machen wir mit dem Gesicht weiter und zwar mit einem Produkt von L'Oreal. Und zwar nennt sich es Blur Cream, also aus der Nude Magique Reihe, kennt ihr bestimmt. Und ja, ich habe das Produkt jetzt getestet für euch und ich kann euch sagen, dass ich ja mein Porefessional total liebe und da aber auch schon verschiedene Varianten ausprobiert habe, also den von Benefit, ne, den kennt ihr ja, einfach um die Poren zu verkleinern. Ich verwende es immer hier und eben auf der Nase und hier eben an der Stirn. Und ja, das Produkt hier kommt dem von Benefit schon sehr, sehr nahe. Also ich bin immer noch in der Testphase, aber ich muss euch sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin. Also es ist ja von der Konsistenz her sehr samtig und es macht halt ein ebenmäßiges Bild. Also ich bin bis jetzt sehr, sehr begeistert. Wenn ihr da also noch auf der Suche seid nach so einem Produkt, kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Dann machen wir weiter mit den Nägeln am besten. Und zwar war es so, dass wir unterwegs waren und mein einer Sohn sich den Nagel so stark eingerissen hat, dass ich nicht mal irgendwie, selbst wenn ich dran gegangen wäre, ihm ja wehgetan hätte. Und dann bin ich ganz schnell zu DM gerannt und habe mir dieses kleine Set hier mitgenommen für die Handtasche.
Also für die Maniküre sozusagen, da ist eine kleine Nagelschere drinnen, dann ist noch eine kleine Pinzette drinnen, vielleicht wenn sie sich mal irgendwie einen Stachel einfangen oder so, und halt eine kleine Feile. Natürlich könnte man die Pinzette auch für Augenbrauen nehmen, aber ich bin jetzt nicht unterwegs und muss mir die Augenbrauen zupfen. Und ja, da hat uns die kleine Schere hier wirklich aus der Patsche geholfen. Und dieses kleine Set hier habe ich wirklich immer in meiner Handtasche und weiß jetzt leider nicht mehr, was es gekostet hat, dieses kleine Täschchen. Aber ich blende euch, wenn ich die Preise noch habe, einfach dann ein. Dann machen wir weiter mit den Nägeln. Da habe ich mir noch diese Rosenholzstäbchen hier mitgenommen von P2. Und bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich von der Nagelhaut nicht so viel zurückschieben muss, eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es mal, falls dann doch irgendwo mal eine Stelle ist und das unschön aussieht, ist es vielleicht immer ganz gut, sowas zu Hause zu haben. Dann habe ich mir natürlich wieder von P2 meinen Nagellackentferner mitgenommen. Ich sag euch, also ich bin da echt angekommen. Ne? Ich habe verschiedene probiert und viele probiert, aber bei diesem hier, ja, bin ich einfach hängen geblieben. Es ist halt schön, weil es oben diesen Pumpspender so sozusagen hat, und das ist vom Geruch her wirklich nicht so penetrant wie diese Nagellackentferner, die wir halt schon kennen alle, ne? Die dann so total bestialisch stinken und wir nicht mögen. Hier ist nämlich Passionsfruchtöl und Mandarinenaroma drin, ist acetonfrei, und ich finde es einfach ein Riesenprodukt für unter 2 Euro. Also ich mag die nicht, wo du den Finger so reinsteckst. Ich weiß es nicht, damit komme ich irgendwie nicht so klar. Das Glitzerzeug bleibt dann an dem Schwämmchen hängen und das mag ich irgendwie nicht. Aber gut, ja, so ist es halt. Ich habe noch was fürs Gesicht vergessen. Genau, die Kategorie haben wir jetzt einfach mal kurz ausgelassen. Also machen wir kurz mit Gesicht weiter. Und zwar habe ich mir immer und immer wieder diese Maxi-Pads hier gekauft von Evelyn. Einfach, um das Gesicht zu reinigen, beziehungsweise auch um den Nagellack zu entfernen. Die gibt es ja auch noch in dieser Peeling-Version, also wo diese kleine Noppen dran sind, aber die sind so rau für mein Gesicht, die mochte ich überhaupt nicht. Und deshalb kaufe ich immer wieder diese hier, ich glaube, die kosten 95 Cent. Dann wollte ich was Neues für mein Gesicht ausprobieren, und zwar diesen Augen-Make-up-Entferner von Garnier. Dieses 2-in-1-Produkt, also es ist ein 2-Phasen-Produkt, könnt ihr ja schon sehen. Und es verspricht, dass es kein Fettfilm hinterlässt. Und ich kann euch sagen, dass ich da auch schon verschiedene probiert habe. Aber es immer so war, jetzt bei meinem letzten, wie hieß denn der? Oh, ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, wie der hieß. Ich guck mal. Ich sage euch das auf jeden Fall noch. Wahrscheinlich sehen meine Haare jetzt aus wie Lumpi von vorhin, weil ich die so gemacht habe. Ne? Also wartet, wir machen uns mal kurz die Haare schön. Wir machen es uns jetzt mal schön zusammen, die Haare. Genau, also bei dem Produkt hier war es halt so, dass ich das jetzt einfach mal testen möchte. Und bei dem anderen immer so wie so ein Film auf den Augen hatte. Ne? Ich habe dann die Augen so aufgemacht und habe mir gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los, was ist denn jetzt los? Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, und deswegen bin ich eben ganz gespannt, wie das Produkt hier ist. Ich habe es in der kleinen Größe und ja, werde euch aber darüber auf jeden Fall berichten. Dann machen wir nochmal mit was anderem weiter fürs Gesicht. Und zwar, ja, der Reinfall des Jahrhunderts für mich. Ich habe die Packung gesehen, meine Neutrogena Tücher sind leider aus. Ihr wisst, dass ich mir die immer und immer wieder nachkaufe, und zwar bei Müller. Aber der Müller ist von mir über 30 Kilometer entfernt. Da bin ich nicht jeden Tag. Und wenn ich dort bin, kaufe ich mir immer 5 oder 6 Packungen. Die sind jetzt wieder leer mittlerweile. Also gut, ich in den DM gerannt und geschaut, was es denn noch so auf dem Markt gibt. Und dann habe ich mir diese Balea-Tücher mitgenommen. Das war so eine Sparpackung. Hier ist noch so eine Box und da ist auch noch mal so eine Packung mit drinnen. Ich habe das ausprobiert und ich kann euch sagen, dass es also überhaupt nicht für mich ist. Es ist von der Größe her sehr klein, die Feuchtigkeit, also es ist nicht genug gedrängt in Feuchtigkeit, mir gefällt es überhaupt nicht, ich brauche davon mehrere Tücher. Und ja, und zwar bin ich halt überhaupt nicht zufrieden, ich schaue halt jetzt, dass ich mir die Swatches wegmache und dass ich sie halt irgendwie leer bekomme, aber ja, für mich jetzt kein Nachkaufprodukt, und ich bin jetzt ein bisschen raus, weil es an der Tür geklingelt hat, aber wir machen mal weiter mit meinem Lieblingsthema, und zwar Zähne. Es geht um die Mundhygiene, da bin ich ja voll der Freak, auch was das mit meinen Kindern betrifft, die Mundhygiene. Da schaue ich immer, dass das alles passt, und deshalb kaufe ich auch ständig neue Zahnbürsten, also für meine Kinder. Ich selbst habe ja die elektrische von Oral-B, aber wenn ich unterwegs bin, bei einer Freundin über Nacht oder auf einem Event bin, keine Ahnung, da schleppe ich jetzt nicht meine elektrische mit, und deshalb ja, verwende ich die natürlich auch. Und was ich auch immer und immer wieder nachkaufe,
Habe ich euch auch schon in meinem Zahnpflegeroutine-Video erzählt. Falls ihr euch das noch nicht angeschaut habt, schaut mal unten in die Infobox, ich verlinke es euch. Und zwar sind das diese kleinen Interdental-Sticks. Und zwar sind das so kleine Bürstchen und da könnt ihr euch die Zahnzwischenräume reinigen. Da gibt es verschiedene Größen, das ist natürlich ganz wichtig. Ich habe einmal die Größe 0, weil meine Zähne eben sehr nah beieinander stehen sozusagen. Und die Größe 3, weil ich dann halt an andere Stellen besser damit komme. Und ich werfe die dann auch immer gleich weg, weil da bin ich halt auch voller Freak, so, ja, da denke ich auch immer Bakterien und so. Aber wie gesagt, bitte nehmt euch das zu Herzen. Es ist wirklich essentiell, dass ihr in den Zahnzwischenräumen eben keine Essensreste habt. Ja, ihr wisst Bescheid, oder? Also es ist so wichtig, bitte bedenkt das und hört da auf meinen Rat. Also wie gesagt, ich achte da halt total drauf, ne? Dann hat mir meine Zahnärztin diese Zahnpasta hier empfohlen und zwar nennt sie sich Paradontax und die schmeckt so schrecklich, oh Gott, die geht gar nicht. Aber ich habe da so einen Plan, ich verwende die nicht jeden Tag, natürlich nicht. Ich verwende die an verschiedenen Tagen und gebe die auch nicht meinen Kindern. Mein Mann mag die auch überhaupt nicht, die schmeckt so schrecklich. Aber ja, was macht man nicht alles für schöne Zähne. Dann habe ich noch diese hier gekauft und zwar diese Colgate Max White. Die war im Angebot, da waren 3 Packungen drin, eine ist schon leer und ja. So, dann habe ich was zum Futtern, natürlich. Und zwar kaufe ich immer und immer wieder dieses Produkt hier nach, wenn ich beim DM bin. Der DM ist leider nur 2 Minuten von unserem Büro entfernt und ja, ich brauche halt immer am Schreibtisch was zum Naschen und da finde ich diese hier total lecker, diese Nusskernmischung von Seeberger. Kaufe ich hier ständig, also ich finde das halt ultra lecker, ist leider ein bisschen teuer. Aber super lecker. Dann habe ich 2 Produkte für die Lippen. Und zwar fangen wir mal mit diesem hier an. Da hat mich die liebe Tara mit angefixt. Den hat sie ja schon 100.000 Mal in die Kamera gehalten, weil sie davon wirklich sehr überzeugt ist. Und zwar ist er von Maybelline. Und zwar hat er ja auch diese 2 Produkte in einem. Das erinnert mich total an das von Max Factor. Allerdings bin ich damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Also das hätte ich am liebsten in die Tonne gehauen. Ich habe es dann meiner Schwester gegeben. Und zwar ist es so, dass man da ja erst die Farbe auftragen muss und das antrocknen lassen muss, was ein total unangenehmes Gefühl ist. Und dann eben mit diesem Fettstift, diesem Pflegestift drüber geht und das Ganze dann glänzt und schön haltbar macht sozusagen. Also das war überhaupt nichts bei mir. Aber mit diesem hier von Maybelline eben komme ich total gut zurecht. Und das hält auch wirklich lang. Als die Tara hier bei uns war, hat die den ja aufgetragen, also morgens hat die den drauf gehabt und das sah Bombe aus. Die hat getrunken, gegessen und es sah total perfekt aus, ne? Und ja, also der ist wirklich sehr, sehr lange haltbar, ist leider mit knapp 10 Euro meine ich, nicht gerade günstig, aber ein ganz, ganz tolles Produkt. Dann habe ich mir noch einen Lip Liner mitgenommen und zwar ist der von Manhattan, die 59Y. Es wurde total gehypt und ja, naja, mein Gott, ne? Also es ist schon richtig cooler Lip Liner, aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, muss ich jetzt unbedingt nochmal nachkaufen, ne? Also der ist schon richtig schön, gefällt mir auch, hat eine schöne Farbe und ich verwende natürlich auch sehr, sehr gerne, der geht auch vom Preis. Aber wie gesagt, diesen kompletten Hype darum, ja, habe ich jetzt nicht zu 100% verstanden, sagen wir es mal so. Dann habe ich noch was hier für meine Handtasche und zwar kaufe ich mir auch immer wieder nach diese Kaugummis hier. Was total nervt, ist das Geklapper, wenn man läuft und das in der Handtasche hat. Aber gut, so ist es halt. Und jetzt kommen wir ganz geschwind noch zum letzten Produkt. Und zwar ist es von L'Oreal. Das wurde mir zugeschickt, ich möchte es euch aber trotzdem zeigen. Denn wenn ich es nicht bekommen hätte, hätte ich es mir auf jeden Fall in der Drogerie gekauft. Tatsächlich sind die bei uns schon erhältlich. Und zwar spreche ich gerade von diesen matten, pudrigen Lippenstiften. Ich habe sowas noch nie vorher gehört. Also es ist was ganz, ganz Neues. Einer fehlt schon, weil ich den tatsächlich schon aufgetragen habe. Ups. Somit seht ihr, dass ich die Sachen auch tatsächlich teste. Der liegt da hinten. Und und zwar ist es so, dass die eben eine pudrige Konsistenz haben. Also das ist so, dass man sich quasi ein Puder auf die Lippen aufträgt. Also es ist unglaublich, das hatte ich vorher noch nie gehört.
Und vom Tragegefühl her ist es aber nicht so, dass es meine Lippen komplett eintrocknet, was ich ja eh nicht mag. Ne? Also diese matten Lippenstiftende, die du dann so drauf hast und dir denkst, oh mein Gott, was ist mit meinen Lippen los? Also man muss schon sagen, dass man die Lippen vorher schön pflegen muss. Also abends gerade zum Beispiel trage ich dann eben, wie gesagt, meine Kinder- und Kaufmannscreme auf. Und am nächsten Tag sind die dann eben schön weich und dann kann ich natürlich sehr, sehr gut so einen Lippenstift auftragen. Die schnalzen so ein bisschen zurück, wenn man das aufmacht. Und hier vorne seht ihr schon den Applikator. Das ist so ein Schwämmchen-Applikator. Die Form vorne ist auch sehr interessant gemacht. Die Spitze kann man gut dazu verwenden, dass man den eben sehr präzise aufträgt. Und hier habt ihr eben das Puder. Und ja, ich finde die richtig genial. Ich habe natürlich den pinken schon ausprobiert, ist ja klar. Und die anderen Farben finde ich aber auch sehr, sehr gelungen für jede Jahreszeit sozusagen. Schaut sie euch mal an. Ich finde sie für knapp 12,95 Euro, meine ich, nicht gerade günstig. Ich hätte mir wahrscheinlich echt nur einen gekauft, weil ich das eine Stange Geld finde. Aber ich bin ja bis jetzt, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden damit. Ach, und ein Produkt habe ich noch vergessen. Ach du meine Güte, mein, ja, Produkt, das ich euch unbedingt empfehlen möchte, und zwar ist es dieses hier von Airwick. Und zwar sind es diese Stecker für die Steckdose und dann duftet das total gut. Also man muss sich den Stecker quasi erstmal kaufen und dann kann man das immer wieder auffüllen mit verschiedenen Duftrichtungen. Und ich habe hier Omas Backstube, richtig gut. Immer wenn wir Besuch bekommen, heißt es, oh, bei euch riecht es ja voll gut. Und da bin ich immer total begeistert. Also das ist ein Produkt, das kann ich euch echt total empfehlen, eben auch zum Nachkaufen. Das Produkt und ja, schaut euch das auch auf jeden Fall gerne mal an. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Wie gesagt, ich mache es jetzt einfach so, dass ich öfters mal ein DM-Haul für euch hochlade, wenn es euch interessiert. Ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen. Vielleicht war auch eine kleine Inspiration für euch dabei. Und ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ihr natürlich auch bei meinem letzten Video vorbeischaut, beziehungsweise wenn ihr meinen Kanal abonniert, würde ich mich total freuen, denn das Abo kostet euch nichts, dann würdet ihr nämlich keine Videos mehr von mir verpassen. So, jetzt wünsche ich euch noch alles, alles Gute, habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, ich würde sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!